mein Leben sind noch. Oh, Geralt ist Osteuropäer. Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Cool. Geht voran. Und per Zufall auch immer genau die Teile, die als nächstes oben drauf müsste. Ich habe nicht mal die erste gehört, aber vielleicht fehlen einfach nur die Füße. Schon mal echt cool mit dem Weltwunder. Hier sind über die ich bereits angekündigt hatte. Das waren meine Leute. Upsi. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich spreche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Viel Erfolg. Schön im Dunkeln, man sieht kaum was. Da sahen die Berge aber ganz schön hässlich aus. Erstmal ein Lagerfeuer dran war. Baguette mit was? Käse? Oh, warum haben die alle so viel Essen bei? Und so kann ich ja noch halbwegs verstehen, aber so viel Essen. Gehen wir mal zum Bauplatz. Ja, nicht schwer zu übersehen. Wahrscheinlich ist jetzt ein riesen Fluss, zwischen dem ich nicht durchfallen kann. Sieht noch alles ganz lustig aus. Rechts halten. Ja, macht Sinn. Die hätte ich ja irgendwo auf einem riesigen Berg gebaut, wie bei der Jesusstatue. Beeindruckend. Was war alles? Mein Rücken. Didn't read, lol. Verdammt. Sind das und nochmal mein Gutes. Und kreativ. Moment. Ach. Das aber. Durch, aber ich bin gerade jetzt auf der Tür. Bogenschütze. Oh, jetzt kannst du was erleben! Alle zusammen zum Kochen! Der kleine Knabe kennt Tunte.
Habe ich irgendwie. Ich erinnere mich nur noch dunkel, habe ich so gefreut, dass meine Waffe mit Art verzaubert ist immer, wenn ich. Also immer mit dem Zeichen, was ich gerade benutzt habe. Oh, ein Beklärstahlschwert vielleicht. Das, nee, das sind ja diese Ritterschwerter. Ich brauche die Herzogswachenschwerter, wie auch immer die heißen. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Beides. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Das war auch so ein Fuck you, ich verstehe. Ja, laber mich nicht voll. Da fehlt noch der Kopf von meinen Homies. Noch die erste Gruppe. Ist die Frage, weil hier ist ja so viel Wasser zwischen, ob der überhaupt hinkommen so. Ja, ich glaube, ich werde schwimmen. Oder? Ja. Ich muss ja die ganze Brücke zurück. So Quatsch. Komm schon, Plätze! Also ich bin bis jetzt ziemlich beeindruckt. Meine eigene Butze und ein Weltwunder. Ist nicht schlecht. Warum habe ich hier gerade einen versteckten Schatz gefunden? Der wurde mir nicht mal auf der Minimap angezeigt. Och, bitte nicht. Ah, das ist hier wahrscheinlich der versteckte Schatz von gerade. Dadurch, dass ich ihn einfach gesehen habe, dass er ein versunkenes Schiff ist, habe ich den wohl gefunden. Das ist wieder diese stacheligen Ertrunkenen, wo ich ihren Namen vergessen habe. Das ist echt verdammt schön hier. Also, Hut ab, CD Projekt Red. Ein echt schönen DLC entworfen, der mich zumindest von der Aufmachung hart beeindruckt. Also, Hearts of Stone war Story bis jetzt ziemlich. Was heißt bisher? Hat mich die Story echt geflasht und die hat mich echt die Aufmachung bis jetzt schon sehr geflasht. Also fehlt eigentlich nur noch, dass die Story krass wird, aber die pausiert ja gerade so ein bisschen. Nicht gut. Blut. Sehr viel Blut. Oh, die sind tot. Alter. Kikimoras. Oh. Das sind diese Spinnendinger, ne? Das ist ein bisschen her. Letztes Mal war bei The Witcher 1. Das stinkt. Das war gar nicht so ausgesehen bei The Witcher, oder? Bei The Witcher 1. Halt. Ach nee, das sind die Dinger aus dem Sumpf. Ich dachte, das sind die Dinger. Die spinnenartigen Dinger, die in meiner Kette aufgeschrieben haben. Sicher bin ich mir ganz gut. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Alter, hier kriege ich richtig Juckreiz, wenn ich diese Fliegen höre. Echt, jetzt wäre der Schwarm an meinem Kopf.
Ach, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. War eingenetzt worden, ne? Und da habe ich... leben die noch? War ich jetzt zu spät, dass irgendwie was fehlt? Ne, ist fertig. Cool. Geralt freut sich sogar so ein bisschen. Ist ein bisschen stolz auf sich. Genießt die Aussicht, steigt sogar vom Pferd. Ja, Typ. Und die Belohnung abholen. Gut, das, die gehe ich noch abholen und dann mache ich erstmal Pause. Nachdem, kürzer oder länger, mal gucken, wie ich lustig bin. Wobei, eigentlich brauche ich noch mindestens 20 Minuten, könnte ich noch, aber muss ich halt gucken, ob ich eine kleine Quest finde. Vielleicht gehe ich einfach mal zum Schmied oder so, rede ein bisschen mit dem, ob ich vielleicht noch eine Partie gewinnt. Schwimmen, du blödes Vieh. Finde ich echt nicht schlecht. Aber hier ist es halt echt. Naja. Am Meer oder irgendwo auf dem Riesen. Da oben auf dem. Naja, okay, da oben auf dem Berg hat es keiner gesehen. Dafür ist die Statue vergleichsweise zu klein. Aber gut, Toussaint liegt nicht am Meer, ne? Ne. Ja, dann vielleicht an den großen Yaruga da. Wenn es die Yaruga ist, also an dem großen wichtigen Fluss halt. Der Sound hier von den Viechern ist auch nicht schlecht. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierung. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Hm, dann viel Glück. Leb wohl. Wir versäumen schon wieder einen Meilenstein. Wieso ist alles fertig? Jetzt die Frage, habe ich hier einen Teleport-Dings? Müsste jetzt eigentlich freigeschaltet worden sein. Also, eigentlich ja spätestens jetzt. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ja. Klappe halten. Okay, jetzt ist die Frage, muss ich zur Brücke zurück, um mich überhaupt porten zu können? Ich versuche mal so grob die Richtung einzuschlagen, Richtung Brücke. Falls hier wirklich kein Teleporter ist. Ah, perfekt. Schmied in der Stadt müsste es ja gewesen sein. Ich muss auch lange ich pinkel. Mehr als ein Meister. La Ferg. Habe ich mich perfekt geportet. Das war eigentlich auch der Plan, weil ich da die Schmiedetische, Rüstungstische und Schleifsteine gesehen habe. Oder was auch immer das war. Aber hier bin ich auch schon mal lang gelaufen, stimmt. Und nun zu den Wundern des jährlichen Ritterturniers. Achso. Was ist das hier?
So ein Turnier hat man noch nicht gesehen, denn so ein Turnier hat es noch nie gegeben. Alle Gewinnliebhaber sind eingeladen, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. Außerdem bietet das Turnier die einmalige Gelegenheit, die neue aufregende Skellige-Fraktion zu spielen. Graf Monier erwartet euch in der Fasanerie. Schade. Rede ruhig mit mir.